Wenn es in Naumburg um Modelleisenbahnen geht, der kommt an dem Namen Michael Schulze nicht vorbei. Für ihn hatte damals alles in der Bahnhofstraße angefangen. Damit sagen wir herzlich willkommen bei Ostwind TV. Die Leidenschaft für die Modelleisenbahn packte den Naumburger Michael Schulze schon im Kindesalter. 38 Jahre her. Also noch als ganz kleiner junger Junge. Früher hatte ich mit meinen Brüdern zusammen eine Spur 0 Anlage und dann ist sie weggekommen und dann haben wir praktisch angefangen mit Handel. Und die hat meine Mutter mal auf einer Versteigerung gekriegt, preiswert, weil da eher nach dem Westen gezogen ist oder abgehalten ist, wie man schon sagt, übergesiedelt ist. Und die lag in Naumburg am Gorchenberg in der Villa auf dem Fußboden, auf dem Teppich. Lag die. Und ich kannte, meine Eltern kannten den Versteiger, der das von der Stadt immer gemacht hat. Und da ich damals die versteigerte Eisenbahn bekommen. Und das Zeug habe ich ja nicht gemacht, das ganze Material. Allerdings zu Hause nicht hier. Also wir hatten in der Nähe vom Bahnhof Feldgrundstück. Meine Eltern haben nebenbei Landwirtschaft gemacht. Und da war immer die Beziehung zur Eisenbahn. Und ich wollte eigentlich Eisenbahner werden. Das konnte ich auch nicht wegen meiner Krankheit. Dann hatte ich die Wahl zwischen Fensterbau oder Bonbonarbeiter bei uns in der Nachbarschaft. Und dann habe ich mich entschieden für den Fensterbau. Ja. Und wenn ich das nicht gelernt hätte, hätte ich das nicht, was ich heute habe. Aber wenn ich Eisenbahner geworden wäre, dann wäre ich auf Geschichte gegangen und da wäre Feierabend gewesen. Und so habe ich nebenbei viel gearbeitet und habe dann mir mein Eisenbahn verdient. Ich habe ein Buch darüber geführt, was ich ausgegeben habe bisher. Das ist genau aufgegliedert nach Loks, Wagen, okay, alle Epochen und so weiter. Ja. Auch hier, wo man die neue Anlage angefangen hat. Auch genau aufgeschrieben, wer da war von der Freunde und mitgeholfen hat. Mhm. Haben wir auch jeden Tag dran geballt, dann das alles dokumentieren. Dann reichte der Platz im heimischen Wohnzimmer nicht mehr aus und es wurde ab Dezember 1978 ein Gebäude mit 66 Quadratmetern angebaut. Mit der Modelleisenbahn schaffte es Herr Schulze sogar ins DDR-Fernsehen. Sie haben so viel gesammelt, dass das Fernsehen, die Sendereihe, wenn schon denn schon, sich entschloss, nach Naumburg zu fahren. Nein. Und ihre Anlage zu filmen. Ja, und da sehen wir es schon im Bild. Sie sehen das auch. Da sind Sie da, ja? Jawohl, da stehe ich gerade am Stellpult. Hier oh, hier ist ja ein Riesenbetrieb. Vier Züge in den großen Personenbahnhof rein. Ja. Und das, was da so an Kulissen ist, das bauen Sie alles selber? Ja, das eigentlich alles selber. Hier kommt gerade der Städte-Ex. Express, ja? Ja. Hier verlässt eine BR106 mit einem Schotterzug, gerade das Schottermeer. Das ist eine riesige Anlage. Nimmt ja gar kein Ende. Hier, wie das, also diese Bilder sind ja beeindruckend. Sagen Sie erst einmal, wie viel Quadratmeter Fläche Sie da gebaut haben. Die gebaute Fläche ist 27,33 Quadratmeter. Ja, wo ist das? Alles im Wohnzimmer gewesen? Nein, das extra Anbau am Grundstück. Und nur für die Anlage? Nur für die Anlage, ja. Aha. Und der Raum ist 66 Quadratmeter groß. 66? Ja. Ist ja verrückt. Wie viel solche Züge haben Sie denn da überhaupt? Auf der Anlage haben momentan 24 Züge Platz und es können ca. 8 bis 12 Züge gleichzeitig fahren. Und wie viel besitzen Sie insgesamt? 124 Triebfahrzeuge und 413 Waggons. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie da der mit der größten Anlage sind? Naja, es gibt auch noch andere, die Sammlungen haben und so weiter, ja. Ja. Freude für Sie. Ja. Gewisser Erfolg, ja. Wichtige Etappe. Sie bekommen die Urkunde, danke, die Erinnerungsmedaille. 1983 stand in Naumburg die größte private Modellbahnanlage der DDR und heute? Bis heute wird an der neuen Anlage im Kroppental gebaut. Auf ca. 900 Quadratmetern Fläche können sich die Modellbahner ihre Miniaturwelt schaffen. Dies auch mit sehr vielen Details. Der Bahnhof in Klein-Jena, V
Freiburg oder die Weinberge, auch Rudelsburg und Burg Saaleck finden auf der Anlage ihren Platz. In Vitrinen werden Modellautos und Züge gezeigt. Auch ein kleiner Shop ist ein Muss. Es lohnt sich also, die Modelleisenbahn im Naumburger Kroppental zu besuchen. Schon verrückt, diese Familie Schulze. Egal ob Vater Michael, Mutter Helga oder die Kinder Dani, Mike und Jens. Alle tragen zum Erfolg der Anlage bei. Sollte Ihnen unser Video gefallen haben, so freuen wir uns über ein Like und ein Abo. Wir sagen Danke fürs Einschalten.